Kennst du die Firma Sky Sails in Hamburg? Die machen Windenergie mit Drachen. Erst haben die drachengezogene Tanker und Containerschiffe gemacht. Und als dann das Öl so billig geblieben ist, wieder erwartend, haben die Reeder gesagt, das bringt nichts. Also das System ist genauso teuer wie das Öl. Also es hat keinen Ja. Vorteil. Das stimmt natürlich nicht, weil wenn jetzt die Reeder gesagt hätten, es ist umweltfreundlicher und deswegen schon vorteilhaft, auch wenn es nichts einspart, es ist gleich teuer, aber es schont die Umwelt und es erzeugt Arbeitsplätze in Deutschland. Das ist ja auch ein Vorteil. Dann hätten die Reeder dabei bleiben sollen. Aber die haben sich gesagt, es bringt nichts. Also die Kosten des Systems sind genauso hoch wie die Einsparungen, also weg. Ja, das war also ein Fehler. Und dann hat SkySales gesagt, die Technik ist so geil, damit können wir auch an Land Strom erzeugen. Und jetzt haben die ein System an die Nordsee gestellt, ein Testsystem, mit dem sie per Drachen Strom erzeugen. Und das System, das ist wirklich, hat Potenzial, den gesamten Weltenergiebedarf zu decken. Also alles, was wir an Strom, an Öl, an Gas, an Kohle zurzeit haben, kann durch Windenergie aus Drachen ersetzt werden, die in 7000 Meter Höhen in Jetstream fliegen und rund um die Uhr 365 Tage Grundlaststrom erzeugen. Nicht diesen Zappelstrom, den wir jetzt haben, der ist unbrauchbar. Sowohl von den Solarzellen als auch von den Windrädern. Das kann man unterstützend machen, aber nicht, um jetzt ein Basisnetz am Laufen zu halten. Das geht nicht. Man kann ein Stromnetz mit Solar und Wind nicht am Laufen halten. Das bricht zusammen. Ja, also das jetzige SkySail-System läuft nur auf 400 Metern. Ja, das bringt natürlich schon Vorteile, aber auch das hat Flauten. Also es gibt in 400 Metern auch Tage, wo kein Wind ist. Aber ab 3000 Meter, also zwischen 3 und 7000 Meter, ist in Deutschland rund um die Uhr Sturm. Also mindestens 70, 80 km/h. Und in der Höhe kannst du also die Drachen rund um die Uhr 365 Tage, 24 Stunden laufen lassen und Strom erzeugen. Grundlaststrom. Das ist bei SkySails so. Und ich habe auch so ein System gebaut. Ich habe selber auch so eins gemacht. Das funktioniert. Bei meinem System und bei SkySails ist das so, dass über ein Seil eine Winde und ein Generator am Boden angetrieben wird. Das ist scheinbar auch die bessere Lösung. Die Firma Google hat mit Makani ein System jahrelang gesponsert und finanziert, was den Generator in der Luft hatte. Die Dinger sahen aus wie so viermotorige Linienflugzeuge aus den 40er Jahren und sind dann quasi elektromotorisch so gestartet wie ein Flugzeug. Dann wurden die Rotoren von den Generatoren, die dann im Motorbetrieb liefen, gestartet und sind in die Höhe geflogen, wo dann der Wind war. Hingen auch an einem Seil, wo dann das Kabel drin ist, um den Strom zur Erde zu bringen. Und dann wurden die in der Höhe oben umgeschaltet von Motorbetrieb auf Generatorbetrieb. Und dann hat quasi der Wind da oben die Propeller gedreht und den Generator angetrieben. Und das wurde dann über das Kabel nach unten gebracht, um den Strom auf die Erde zu bringen. Und das hat sich nicht bewährt. Also das ist zu schwer, das System. Das ist zu gefährlich. Wenn das abstürzt, ist es wie beim Flugzeugabsturz. Und das war begrenzt von der Leistung, weil durch das Kabel kann halt nicht beliebig viel durch und die Rotoren konnten nicht beliebig groß werden und so weiter. Das ist gefloppt. Da hat also Google sehr viel Geld in den Sand gesetzt und das hat auch dann in vielen Fällen dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, diese Höhenwindenergie funktioniert nicht. Ja. Vielleicht war das auch Absicht, keine Ahnung. Jedenfalls ist das gegen die Wand gefahren und da war das, was SkySails macht. Und was auch Enerkite in Berlin macht und in Holland gibt es ein System, die haben alle ihren Generator auf dem Boden. Das funktioniert und das wird kommen. Ja, nur solange wir mit dem Flugzeug unterwegs sind, wird es Probleme geben, weil wenn ich auf 7000 Meter gehe, dieses Seil, das kann ich nicht sehen als Pilot. Das kann ich auch nicht beleuchten. So, und das wird nicht klappen. Also Flugbetrieb und Drachenstrom, aus meiner Sicht, das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Es gibt ein paar Leute, die sagen, wir können das beleuchten und wir können die runterfliegen, wenn ein Flugzeug kommt und so weiter.
Das glaube ich alles nicht. Und vor allen Dingen möchte ich auch nicht verantworten, dass nur ein Flugzeug abstürzt, weil das eben nicht geklappt hat. Also ja, das, wer will das verantworten? Und aus meiner Sicht wird es so sein, erst dann, wenn Kerosin so teuer ist, dass man Fliegen sich nicht mehr leisten kann, dass die Flugzeuge aus Kostengründen am Boden bleiben. Nicht aus Vernunftgründen, das wird, glaube ich, nicht passieren. Aber das kann sein, dass es so teuer wird, dass man sagt, es lohnt sich nicht, eine Fluggesellschaft zu betreiben, es lohnt sich nicht, überhaupt zu fliegen. Dann könnte der Luftraum irgendwann mal leer sein für Drachen. Und dann könnte man das wahrscheinlich hinkriegen, dass man einen Rettungshubschrauber noch darum rum delegieren kann, weil der fliegt ja auch nicht mit 800 Sachen durch die Gegend, der fliegt ja langsam. Mhm. Und der fliegt auch oft auf Sicht und nicht nachts und nicht immer oder was weiß ich. Also ich denke, das halte ich für machbar, dass man so einen Rettungshubschrauber manövriert bekommt. Vor allen Dingen, weil in Bodennähe die Seile ja auch noch da ungefähr sind, wo auch die Bodenstation ist. Das kann ja nicht weit weg sein. Und das kann man dann schon orten. In 3000 Meter Höhe ist der Drachen ganz woanders als die Bodenstation. Das kann man nicht mehr zuordnen. Okay. Ne? Und deswegen, also bodennahe Flugzeuge wie Rettungshubschrauber, das halte ich für möglich. Alles andere, und vielleicht auch noch Segelfliegerei, die da auch wirklich in Bodennähe langsam fliegen. Sowas, oder eine Cessna, so ein kleines Ding, ja, so ein Inselhopper, um damit zur Nordsee zu kommen oder sowas, ja,